Seid gegrüßt, ihr Helden. Ich wurde gestern im Livestream ja gefragt, wie ich den Trick mit den Leunen gemacht habe, so dass ihr sie besiegen könnt, ohne dass die euch einmal angreifen. Ihr müsst ganz einfach Folgendes tun. Leunen sind wie Katzen, sie sind fasziniert von Schachteln. Und genau so eine Schachtel müssen wir in den Kampf mit reinbringen. Der Hintergrund, warum diese Mechanik funktioniert, ist dieser. Sobald ihr eine Sonar-Konstruktion baut, oder eine Sonar-Konstruktion im Deutschen, dann will der Leune diese mit dem Schrei zerstören. Jedoch gibt es Konstruktionen, die scheinbar nicht zerstörbar sind, und eine dieser Konstruktionsteile können wir hier finden im Papelhochland bzw. was darunter liegt. So, vom Papelhochland müsst ihr jetzt ganz einfach nur hier in das Loch springen, aktiviert am besten hier einmal die Pflanze, geht dann den Weg und ihr seid schon da. Baut euch einfach diese Flugmaschine. Wichtig ist, dass ihr genau diese Winkel hier trefft beim Zusammenbauen. Nehmt euch ein bisschen Zeit, denn wirklich Verfeinerung ist alles bei dem Ding. Fliegt jetzt aber zum nördlichen Eingang von dieser Fabrik. So, der Weg ist eigentlich relativ selbsterklärend. Fliegt ihn einfach kurz hier entlang und dann seid ihr eigentlich auch schon relativ schnell da. Dort angekommen finden wir auch schon unsere Teile, um unseren Karton zusammenzubauen. Auch das hier sollte absolut gar keine Herausforderung sein. Lauft einfach hier rein, geht nach rechts, geht nach oben und ihr seid eigentlich schon an dem Punkt, wo ihr hin wollt. Habt ihr ihn jetzt einmal zusammengebaut, ist er auch automatisch in der Bautomatik eingeführt. Solltest du übrigens die Bautomatik nicht haben, kannst du dieses Video von mir gucken, da findest du nämlich die Bautomatik. Jetzt müsst ihr im Kampf nur noch diese Bautomatik aktivieren, die Schachtel bauen und der Leune wird jetzt einfach permanent schreien. Übrigens an der Stelle einen coolen Tipp, den ich herausgefunden habe. Leunen befinden sich immer unter dem Stall. Heißt, jeden Stall, den ihr gefunden habt, da wisst ihr, da drunter ist eigentlich ein Leune. Irgendwie ziemlich beunruhigend. Ich hoffe, es hat dir mal wieder gefallen, dass ich ein super schnelles Tutorial für dich gemacht habe. Wenn es dir gefallen hat, folgt mir gerne. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Wir sehen uns bestimmt trotzdem in den nächsten Livestreams wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem Trick.